So. Willkommen zurück zu Dishonored, überraschenderweise. Ich bin noch nicht sicher, ob das hier funktionieren wird. Das ist sozusagen nur erstmal vorläufig, falls es funktioniert. Hi. Ihr wisst ja noch, warum ich das Ganze beendet hatte, weil es dauernd abgestürzt ist. Ich habe jetzt zum einen ein Beta-Patch von Dishonored installiert und hatte das dann damit schon mal probiert, hat aber auch nicht funktioniert. Und jetzt hatte ich noch den Verdacht, dass es vielleicht an meinem Audioaufnahmeprogramm liegt, dass sich das irgendwie nicht verträgt. Deswegen nehme ich jetzt gerade nochmal auf und zwar nur mit dem eigentlichen Videoaufnahmeprogramm. Das heißt, ich kann es am Ende auch nicht mehr so gut bearbeiten, das Audio. Ich hoffe, es passt einigermaßen. Auch mit der Fratzencam hier so ungefähr. Ich bin ganz schön krass von links beleuchtet, ne? Von rechts von euch, wie auch immer. So. Und wir hoffen einfach das Beste, würde ich sagen. Deswegen gehen wir mal hier drauf. Und ich habe mich auch entschlossen, die Wachen da unten jetzt am Leben zu lassen. Mana, bitte. Danke. Und wir nehmen uns die einfach mit. Hi. Ich wollte das nur haben. Tschüss. Naja, jetzt sehen wir wenigstens, ob sie jetzt abstürzt oder nicht. Hallo? F9? F9? Achso, wir haben keinen Quicksave-Stand mehr. Den habe ich gerade gelöscht. Also müssen wir so laden. Guter Anfang, würde ich sagen. So, nochmal. Ich wäre ja echt dankbar, wenn es endlich funktionieren würde, weil ich habe mich eigentlich so auf das Let's Play gefreut und dass es dann die ganze Zeit nicht funktioniert, das ärgert mich echt ungemein. Wäre ja doof gewesen, wenn ich die jetzt hätte fallen lassen. Was, Kollegen? So. Hat jetzt allerdings auch den dummen Nebeneffekt. Ich kenne dieses Level jetzt ziemlich gut eigentlich. Das hätte ich nicht sagen sollen. Jetzt werde ich total verkacken und alle werden sich denken, hä? Ich denke, er kennt das Level. So. Da ich das Level gut kenne, möchte ich euch ein paar Sachen zeigen. Und zwar, wir haben ja noch hier so drei Sachen zu finden. Das da finden wir auf jeden Fall. Die beiden Sachen müssen wir uns noch holen. Und als erstes kümmern wir uns um das da unten, wo ich erstaunlich wenig Zeit für gebraucht habe, muss ich sagen, um drauf zu kommen, wie das funktionieren soll. Und zwar werden wir dafür einmal ganz kurz den Aufzug rufen und so weit nach unten fahren wie möglich. Denn, nun ja, man sieht hier. Moment, sieht man das hier überhaupt? Mal schauen, gibt es hier eigentlich ein Stockwerk 0? Doch, hier. Minus 1, ne? Da. Kommt man, wie man sieht, nur über den Fahrstuhl hin. Gibt keine Treppe, nix. Entsprechend fahren wir jetzt einfach mit dem Fahrstuhl nach unten, sollte man denken, nicht wahr? Aber Basement ist durchgestrichen und ist auch kein Knopf da. Tja, was machen wir? Was machen wir? Wir fahren erstmal in den Richtung Hauptsaal. Sollten dabei allerdings hier nach oben gehen, weil sonst werden wir wahrscheinlich gleich entdeckt. Oh, das sind Knöpfe. So. Weiter runter geht's nicht, aber wenn man hier runter guckt, sieht man da unten so ein paar Holzbretter. Das heißt, da ist aus gutem Grund abgesperrt, sagen wir es mal so. So, dann fahren wir jetzt nach ganz oben. Das muss so sein. Klettern wir nach oben. Denn dort sind mir, als ich hier oben rumstand, dann ein paar Sachen aufgefallen. Oh, eine leere Flasche. Nämlich abgesehen von diesem Knopf hier. Was macht er eigentlich? Wir können noch weiter hochfahren. Hier waren wir aber schon mal, ne? Genau, das ist jetzt dieses Secret-Dachzimmer, wo wir auch schon waren. Wusste ich nicht, dass man hier hochfahren kann. Aber gut. So. Wir bleiben mal hier. Man sieht das kaum, ne? Man sieht es um genau zu überhaupt. Da. Genau. Da sind nämlich die Halterungen und die sind rot gefärbt. Rot gefärbte Sachen heißen oft, man kann das hier machen. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten und tschüss. Ich glaube, das war nicht unauffällig genug. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe immer noch keinen Quicksave angelegt. Ich könnte mich umbringen. Vielleicht ist es aber auch ganz gut, wenn wir so laden und speichern. Vielleicht stürzt es dann nicht so viel ab. Ich weiß es nicht. Danke dafür.
Weg damit. Das Komische ist, beim letzten Mal hat es keine Probleme gegeben. Ich glaube, da habe ich auch nur ein Stockwerk runterfallen lassen und nicht, naja, fünf. So, dann würde ich sagen, lassen wir es einfach direkt von hier runterkrachen und hoffen, dass es funktioniert. Wir stellen uns aber zu unserer eigenen Sicherheit mal hier oben drauf. Das ist jetzt weiter oben, als ich gedacht hatte. Das hat tatsächlich keiner gemerkt. Erstaunlich. Heißt natürlich, wir dürfen uns jetzt nicht mehr mit dem Fahrstuhl vorwärts bewegen. So. Einen Schritt noch zur Seite, damit wir auch runterfallen. Hallo? So. Und willkommen im Keller. Schön, ne? Man könnte meinen, hier ist es nass. Guter Knochenartefakt in der Nähe. Ich kann gleich mal sagen, hier hinten ist nichts. Aber ich finde irgendwie diese komischen Sprengsel hier seltsam. Egal. So, da ist auch nichts. Da, guck, hier, nichts. Außer komische Lichtreflektion. Da habe ich, glaube ich, noch nicht hingeguckt. Egal. Und das Meer war trocken und warm. Das sagt sie hier irgendwie jedes Mal, wenn sie aus dem Wasser rauskommt. Im ganzen Level. Oh Gott! Anton Sokolov in subtraktivem Licht. Sieht das nicht schön aus? Er ist wahrscheinlich auch ein bisschen älter geworden inzwischen. Wer Sokolov nicht kennt, der kann ja in den ersten Teil vom Let's Play nochmal reingucken. Goldbarren. Vera Morris Habseligkeiten. Zweiter Tag, Monat der Saaten 1810. Gus, anscheinend ist unser besonderer Gast Mrs. Vera Morray wahnsinnig geworden. Sie wurde auf der Beobachtungsstation eingewiesen und erhält rund alle drei Stunden eine kalte Dusche. Das ist ja grausam. Die müssen hier duschen. Was? Einer der Ärzte hat erzählt, dass sie auf einer Expedition nach Pandysien vielleicht an einer unbekannten Krankheit erkrankt ist. Noch eine exzentrische Aristokratin. Ich finde dieses Wort furchtbar. Aristokratin. So ein Zungenbrecher. Die ein besseres Leben führen will als gewöhnliche Bürger wie wir. Jedenfalls waren noch einige Dinge in ihrem Zimmer, die verstaue ich bei den Fundsachen im Keller, bis sie zu ihrem Mann zurückgeschickt wird. Der wird überrascht sein, da sie jetzt ja Selbstgespräche führt und Obszönitäten in Knochenstücke ritzt. Vergiss nicht, ihr alle Dinge zurückzugeben, wenn sie geht. Rune. Vera Morris Tagebuch. Mein Arzt sagt mir, ich solle Tagebuch schreiben. Es wird mir gut tun, über mein Verhalten und meine Taten zu reflektieren. Er sagt, das Zeichen auf meiner Hand sei lediglich eine Tätowierung oder ein Geburtsmakel und dass es den Jungen mit schwarzen Augen nur in meinem Kopf gibt. Oho, der Outsider hat sie besucht. Pah, Schwachköpfe. Ich habe herausgefunden, wo der Verwalter den Whisky aufbewahrt. Ich habe eine Flasche in mein Zimmer geschmuggelt. Das war einfach. Ich könnte bestimmt eine ganze Wahl unter meine Jacke stopfen, die Gavotte tanzen und niemand würde es merken. Was würde mein süßer Arzt dazu sagen? Oder mein langweiliger alter Ehemann? Meine Güte, Vera, was hast du jetzt schon wieder getan? Murmel, Murmel, wie sieht's nur aus? Anderer Tag. Ich muss zurück nach Hause zu meiner Sammlung geschnitzter Knochen. Sie sind so schön und ich habe sie den ganzen Weg von Pandysien mitgenommen. Wie warm sie sich in meiner Hand anfühlen. Sie haben Macht, etwas, dessen Beherrschung ich erlernen könnte. Deshalb versuche ich wieder eine richtige Lady zu sein mit sauberen Nägeln, einem parfümierten Taschentuch. Mein Arzt sagt, wenn ich bis ans Ende der Herdfeuer benehme, also des Monats nehme ich an, ja, schicken Sie mich vielleicht nach Hause. Also lächle ich und knickse und bitte nachmittags um Tee. Kämme meine Haare, trinke meine Medizin und versuche die Wärter nicht zu beißen, auch wenn es echt verlockend ist. So, ich werde jetzt übrigens noch keine Runen herstellen. Damit warte ich noch, bis ich Knochenartefakte herstellen. Damit warte ich nämlich noch, bis ich hier 4 Eigenschaften benutzen kann. Also besser gesagt, 4-mal die gleiche Eigenschaft benutzen kann. Weil ich die dann wahrscheinlich später so verwenden möchte. Dass ich eine Eigenschaft extrem hoch pushe, sozusagen. Will ich hier raus? Eigentlich nicht. Naja, egal. Der Typ sieht mich gerade nicht. Also, ab geht's. Das sieht immer noch komisch aus. Wir gehen nämlich jetzt nochmal nach außen.
Und zwar über unseren Anfangsort. Und zwar, habe ich verstanden, kann ziemlich gut da hinten hin. Und dann da hinten hin. Möglichst nicht durch die Lampen ziehen dabei, ansonsten rasten die komischerweise wieder aus. Hier sind ein paar Zivilisten, die melden einen tatsächlich, wenn man zu lange hier rumrennt. Deswegen probiere ich die mal möglichst nicht zu stören. Beziehungsweise den da muss ich gleich ein bisschen stören, aus dem einfachen Grund. Dem möchte ich noch das Portemonnaie klauen. So. Jetzt, wo wir es auch erledigt haben, gehen wir noch in den Nebenraum. Leise. Ich glaube, hier gab es nur noch eine Zeitung, Heilmittel für, ich nehme an, die Seuche, mit denen die Fliegen einen infizieren können. Und was noch praktisch ist, man kann hier richtig schön aus dem Fenster klettern. Man kann übrigens diese ganzen Fenster hier auch alle aufmachen. Ist recht cool. Und warum wir hier hinwollen, das seht ihr noch. Denn wir müssen nochmal so ziemlich an den Anfang. Der ist da vorne übrigens. Da vorne sind wir angekommen. In dem Level. Und wir gehen mal ganz kurz hier zu unserem Kumpel hier. So. Nehmen wir mit. Ups. Oh Gott, ich dachte schon, er ist jetzt tot, weil er runtergefallen ist oder so. Das hat ja nicht so gut funktioniert, vor allem hänge ich jetzt fest. Ja. So. Nicht, dass wir den hier wirklich verstecken müssten. Ich glaube, da unten kommt eh keiner vorbei. So. Mal schön speichern. Ich hoffe echt, es funktioniert jetzt. Also wirklich. Einmal hier hoch. Der guckt gerade hier rüber. Wie gesagt, ich kenne das Level jetzt ziemlich gut, deswegen weiß ich ungefähr, wo die Wachen langlaufen. Bums. Danke für deine Kooperation. Und weg mit dir. In den Müll. Oh, wir brauchen noch Gesundheitselixier, tatsächlich. Oh, ein Beutel. Das war cool. Gar nicht so übel für den Herzog zu arbeiten, solange man in der Garde ist. Hab's echt gut erwischt. Einmal kurz hier hinlegen. Ist nicht die beste Stelle, weil da der Raum mit den ganzen Wächtern ist. So. Wupp dich. Meine Güte, ich bin ja gerade richtig effizient. Ich weiß, kennt man nicht von mir. Tut mir auch leid. Dann nehmen wir hier das Knochenartefakt mit. Heilendes Glimmen. Das sorgt dafür, dass man bei Nachtsicht etwas heilt. Aber eigentlich brauchen wir das nicht. Ob ich lesen kann? Klar. Hätte mich für blöd. So, und jetzt kommt wieder so ein Typ, der auf dem Stuhl sitzt und deswegen besonders schwer auszuschalten ist. Oder kann man ihm einfach so ein Ding an den Kopf werfen? Nein. Oh, er ist nur bewusstlos. Ich glaube, er hat uns bemerkt. Ich habe eigentlich auch mit dem Schwert angreifen gedrückt. Und trotzdem ist er nur bewusstlos. Das finde ich gut. An sich, aber, naja. Geist kriegen wir so nicht hin. Vor allem, wie er hier sitzt. Den können wir eigentlich auch liegen lassen. Hier kommt keiner mehr vorbei. So. Geld natürlich mitnehmen. Hattest du Geld? Nein. Unfertiger Brief an Hauptmann Ramirez. Ausreichende Blutfliegen. Interessiert uns nicht. Die sind sowieso schon weg. Sonst noch irgendwas hier? Ekelhaftes Zeug. Ach ja, dann haben wir hier noch das Bild von Herzog Abel. Der Herzog von Zerkonos. Und jetzt laufen wir hier einfach durch und sterben. Nicht. So, hier ist noch ein Gesundheitselixier drin. Können wir das noch mitnehmen? Nein. Dann nehmen wir das mit.
Und wir nehmen das mit. Ja, ich könnte es auch einfach aufmachen, ich weiß. und wir gucken uns hier ein bisschen um. Hier ist die Tür leider blockiert, aber man sieht ja drüben das Brett hängen. Und man kann einfach so machen. Ist auch der einzige Weg, glaube ich, fast rein. Nee, stimmt nicht ganz. Ja, entsprechend brauchen wir uns hier auch nicht drum kümmern, ob irgendwer hier ist. Außer hier werden Blutfliegen. Wir sind nur nervige Ratten. Ist doch nicht der einzige Weg, stimmt nicht ganz. Man kann hier noch irgendwie von außen hin klettern, aber ich weiß nicht genau, wie das gehen soll. Naja, einfach hier lang klettern, schätze ich. So. Und dann räumen wir hier mal gemütlich alles aus, weil hier wird uns sowieso keiner stören. Wir haben also Zeit. Ein bisschen veredeltes Walöl. Komisch, irgendwie hatte ich im Kopf, dass hier richtig viel Geld rumlag. Essen. Da ist Geld. Da liegt nichts. Nee, es ist nur ein Faden, was mir alles auffällt. Kupferdraht. Aale in Aspik. Oh. Noch ein bisschen Geld. Birne. Eine Karte vom Archipel. 50 Münzen. Ja, lohnt sich schon. Und das war's wohl. Oh, so viel dazu. Noch irgendwas? Eine Narkomine liegt einfach mal im Krankenhaus rum. Beziehungsweise ist ja eigentlich eine psychiatrische Anstalt. Entschuldigung. So. Dann müssen wir noch diese Wand hier ausschalten, beziehungsweise könnten wir. Dafür gehen wir mal kurz hier hoch, damit ihr auch wisst, wie es geht, wenn ihr es machen wollt. Oh. Hat keiner gehört. Gut. Schwein gehabt. Das ist, glaube ich, das Büro von dem Typen, den wir noch suchen. Von dem wir glauben, dass es der Kronenmeuchler ist. Schläft er? Ja, er schläft, aber für immer. Die nerven mich hier immer. Ein Spielzeug des Kronenmeuchlers. Könnte sein. Brief an Leutnant Valiente. Mein Herz, ich kann nicht vergessen, was du mir erzählt hast. Wenn es wahr ist, was du gesehen hast, ich glaube, vertraue dir, aber ich will es einfach nicht glauben. Ich weiß, Herzog Luca ist ein abscheulicher Mann, aber dass er diese Bestie für seine politischen Intrigen missbrauchen soll. Bitte, ich flehe dich an, tu nichts Unüberlegtes. Ich weiß, dass du aus der Garde ausgetreten willst, aber ich fürchte um dein Leben, solange du in Adermeier bist. Schicke den Brief nicht ab und sprich mit niemandem, bis du zurück bist und wir mit kralem Klopf darüber geredet. Entschuldigung, ich hänge gerade mich ein bisschen an diesem R auf. Bitte sei vorsichtig, ich warte auf deine Antwort. Deine Mathilda. Und warum auch immer ich dir jetzt mit so einem komischen Akzent vorlesen wollte, beziehungsweise mit einem gekünstelten Akzent, weil ich glaube, niemand spricht wirklich so. Außer in schlechten Filmen. Und in Let's Plays. In ebenso schlechten Let's Plays, wenn ich es mir recht überlege. Federn. Ich glaube, wir haben noch keine Tresorkombi gefunden, oder? Nö. Hier scheint sonst nichts zu sein. Hier oben vielleicht noch. Ich meine, ne, warum nicht? Ne? Na gut, dann können wir ja wohl auch wieder gehen. Federn, Geld, das war's. Mensch, Tresorkombination. Manche von Dr. Halpeschers ungewöhnlichen Patienten tragen Gegenstände bei sich, die schwer zu klassifizieren sind. Ich habe sie daher im Bürotresor eingeschlossen, neben dem Haupteingang. Die Kombination lautet 3, 6, 5. Anzahl der Tage im Jahr. Drei, fünf. Kampfbetäubungsbolzen, sehr schön. Brauchen wir aber wahrscheinlich nicht. Oh, Kupferdraht. So, den haben wir schon wieder zugemacht, warum auch immer. Und ich glaube, dann haben wir alle Vorbereitungen abgeschlossen und uns fehlt eigentlich nur noch das Ding da hinten und die Hauptquest, die aber eigentlich, soweit ich weiß, auch da ist, oder? Ja. Gut, dann müssen wir jetzt noch einmal. Können wir ja jetzt machen. Hört uns ja eh keiner mehr zu. Wir müssen noch einen Stockwerk wieder höher. Durch diesen schönen Bereich durch.
So. Ja, Knochenartefakt in der Nähe, ich weiß. Und hier sind wir auch schon. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr habt jetzt Spaß beim Zusehen. Lasst eine Bewertung da oder einen Kommentar. Freut mich immer sehr. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. War jetzt leider eine Weile pausiert. Ja, bis zum nächsten Mal. Achso, und ich sollte noch anmerken, diesen Monat kommen leider nur alle 2 Tage ein Video. Geht leider nicht anders. Hat gewisse Gründe, auf die ich jetzt nicht eingehen möchte. Außerdem müsst ihr es unbedingt fragen, weil dann muss ich ein bisschen mehr ausholen. Aber wenn ich euch dann eine weil es ein bisschen länger dauert zu erklären. Okay, ansonsten, tschüss.